Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Halloween-Special-Let's-Play-Projekt The Apartment. Ja, inzwischen weiß ich, dass es jetzt doch irgendwie Spielfilmlänge bekommen hat. War eigentlich ein bisschen kürzer geplant. Und ja, ich nehme jetzt das Intro schon nach dem Let's Play auf. Aber ich denke, Spielfilmlänge ist noch gerade so okay. Ja, was ist The Apartment? Das ist ein kleines Horror-Adventure aus dem Jahr 2007 von der Firma, in Anführungsstrichen, Neverdream Games. Also es ist keine richtige Firma, es sind einfach nur zwei Leute, die halt sehr viel Spaß daran haben, kleine Spiele wie dieses hier zu fabrizieren. Und ich glaube sogar auch größere Spiele. Schaut einfach mal auf ihrer Homepage vorbei. Ja, es ist ein RPG-Maker-Spiel und das bedeutet, dass es quasi kostenlos zum Download zur Verfügung ist und ihr es auch gerne spielen könnt. Dass zwar die Grafik halt nicht so sonderlich gut sein wird. RPG-Maker-Spieler haben halt im Schnitt die Grafik von irgendwelchen Gameboy-Spielen, sag ich jetzt mal. Erinnern mich immer wieder stark daran. Aber es gibt halt echte Perlen unter ihnen und dieses hier ist so eines. Ja, ich habe schon mal ein halbes Let's Play dazu gesehen, aber wer mein Limbo-Let's Play gesehen hat, der kennt dieses Gefühl sehr genau, dass man irgendwie selber auf dem Stuhl sitzt und hibbelig wird, wenn man denkt, man weiß das Rätselslösung und man würde gerne selber rumprobieren. Ja, so ging es mir dann auch und dann habe ich mir es halt selber runtergeladen, habe gedacht, ich mache das jetzt hier als kleines Halloween-Special. Ja, es kommen demnächst noch mehr RPG-Maker-Spiele. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir legen jetzt los. Halb 10 Uhr abends. Vielleicht auch halb 9. Wir kommen von einem langen Arbeitstag nach Hause, hängen unsere Jacke weg, essen noch eine Kleinigkeit. Dieses Unwetter, schon seit heute Morgen regnet es ununterbrochen. Ich mag den Herbst nicht. Ständig kalt, ständig Regen. Naja. Wenn es nicht gerade regnet, ist der Herbst eigentlich ganz schön. Verdammt, diese Bücher liegen ja immer noch hier rum. Ich habe aber auch keine Zeit, sie wegzuräumen. Oh Gott, was habe ich mir da angetan? Ich bekam diese Bücher von einer Nachbarin. Ihr Mann hatte sich das Leben genommen. Einfach so. Erhängt. Da die Frau nichts mehr mit den Büchern anfangen konnte, hat sie mir die Bücher kurzerhand geschenkt. Schlafen. Ach ja, das habe ich mir auch verdient. Morgen ist ein neuer Tag. Hoffentlich mit besserem Wetter. Sag mir nicht, dass das die Toilettenspülung gewesen ist. Habe ich mich verhört? Das kann doch gar nicht sein. Ich werde einfach weiter schlafen. Verdammte Scheiße, was auch immer das war. Sicherlich eine Ratte, die auf die Spülung gekommen ist. Hihi. Ja, ich kann mich jetzt hier das erste Mal frei im Spiel bewegen und ja, kennt ihr das, dass ihr irgendwie in der Nacht aufwacht und irgendwie ein bestimmtes Gefühl habt oder irgendwas gehört habt und nicht genau sicher seid, ob das jetzt real war, aber es lässt euch irgendwie keine Ruhe und dann nach 5 Minuten ist man dann irgendwie wieder hellwach und muss halt nachsehen oder ja, wenn einem halt irgendwas stört.
Ja. Okay, dann gehen wir mal nachgucken, was auch immer das jetzt war. Das Licht im Bad. Es ist an? Also langsam muss ich verrückt werden. Das muss ich doch träumen. Ja, ist eine gute Frage. Vielleicht träumen wir das auch alles nur. Jetzt ist es wieder aus. Hä? Sehr merkwürdig. Okay, gehen wir mal nachgucken. Verdammt, warum geht das Licht nicht an? Diese verdammte Ratte muss die Leitung zerbissen haben, wenn ich die kriege. Okay. Ja, es ist jetzt nicht die tollste Wohnung, wenn er Ratten in seiner Wohnung hat, oder? Und es dann auch so selbstverständlich annimmt, dass das eine Ratte gewesen sein kann. Ja, irgendwie ist es immer noch, also die Uhr zeigt immer noch 9:30 oder 10:30 an. Aber daran wollen wir uns jetzt mal nicht stören. Okay, ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal noch ein bisschen um. Ja, okay, können wir nur auf und zu machen? Jetzt nicht. Aha. Hier irgendwo hatte ich ein Feuerzeug für mein Gasherd liegen. Verdammt, wo habe ich das denn bloß? Ah, bitte, da ist es ja. Aha. Gut, dann wollen wir jetzt mal nachgucken mit dem Feuerzeug. Okay. Ja, okay, dann müssen wir das jetzt alles hier einzeln ableuchten. Anzahl der Risse verraten, das Buch. Okay. Ist hier noch irgendwas zu sehen? Irgendwas? Okay. Irgendwas, was vielleicht zu einem Badezimmer gehört? Dann würde ich mich wohler fühlen. Nee, irgendwie. Was ist das? Keine Ahnung. Okay. Was auch immer uns jetzt diese Information sagen soll. Ja, aber ich vermute mal, dass es halt um die Bücher geht von der Nachbarin. Was ist das hier nochmal? Jetzt nicht. Achso, du willst nicht lesen. So, so. Können wir jemanden anrufen in der Nacht? Nee. Mein alter Zitronenbaum. Ich habe ihn aus meiner alten Wohnung mitgenommen. Er erinnert mich an meine alte Freundin. Aha. Hast du dich von ihr getrennt? Und jetzt lebst du alleine. Ach ja, das tut gut. Einfach mal sitzen. Ach so, das ist eine Couch. Okay. Was gibt's hier noch? Ja, ich meine, wenn wir jetzt schon einmal wach sind. Hier habe ich einen alten Schuhkarton mit alten Fotos. Ach ja, meine alte Heimat. Ein wunderschönes Fleckchen Land. Aha. Sieht jetzt einfach nur aus wie irgendeine Straße. Okay. Ja, dann gucken wir uns jetzt das hier noch an. Achso, von der Seite. Hier liegt die Liste der Bücher von der Nachbarin. Hier sind die Bücher, die Nummern und die Themen aufgelistet. Da fehlt ein Komma. Sie meinte, wenn ich mal nicht weiter weiß, soll ich mich an die Bücher wenden. Was meinte sie damit? Ja, in der Tat, sehr merkwürdig. Hier fehlt noch ein Komma. Und ja, ich höre jetzt auf, das zu bemängeln. Hier sind die erwähnten Bücher, Herr Malcolm. Seit dem Tod meines Mannes habe ich keine Verwendung mehr dafür. Tagebuch Jeremy Christoph, Dämonenbuch 1, Dämonenbuch 2, Dämonenbuch 3, Dämonenbuch 4, Tagebuch Karl Meyers, Zeitungsbericht, Kündigungsschreiben. Okay. Klingt jetzt nicht nur wie Bücher. Und sie scheinen irgendwas mit dem Mann zu tun zu haben. Vielleicht erinnern sie diese Sachen an den Mann, dass sie uns gegeben hat. Tagebuch Darlene Meyers, Namensliste. Okay.
Ich habe die Bücher leider nicht mehr ordnen können. Außer diese Geschichtsbücher über Dämonen. Die sind hintereinander geordnet. Okay. Dann gucken wir uns mal die Bücher kurz an. Jeremy Christoph, Tagebuch. Liste einiger Namen. Okay. Ich meine, gut, wir können jetzt erstmal nicht mehr so schnell einschlafen auf diesen Schreck. Können wir uns vielleicht auch mal ein bisschen Lektüre zu Gemüte führen. Jeremy Christoph, Tagebuch vom 5.9.1986. So, nach einigen Tagen des In-mich-Gehens und der Ruhe habe ich beschlossen, mein Schicksal mit stoischer Ruhe zu akzeptieren. Immerhin hat es ein Gutes. Ich muss mich mit dem Problem des Dämons nicht mehr befassen. Was zur Hölle? Zumindest vorerst nicht. So eine Auszeit am Ende der Welt ist vielleicht sogar nützlich. Nun ja, zumindest kann ich meinen Lieblingsbutler mitnehmen. Nicht auszudenken, wenn ich dort drüben allein hin müsste. Oder schlimmer noch, fremdes Personal anstellen müsste. Okay, offensichtlich irgendein reicher Herr. Nee, doch, so funktioniert's. Meine Koffer habe ich bereits packen lassen und ein Transportunternehmen beauftragt, sich um die Container mit den wichtigsten Sachen zu kümmern. Ich habe beschlossen, nur das Notwendigste mitzunehmen und eine Maklerin in Cleveland beauftragt mir ein Haus und eine Innenarchitektin. Zu besorgen. Mein Flug geht morgen zu einer unmöglichen Uhrzeit und die Zeit bis dahin werde ich wohl mit gefühlsduseligen Abschieden verbringen, deren Existenz ich hinterher leugnen werde. Sehr schön geschrieben. Tagebuch vom 17.02. Was war der erste Tag nochmal? Dann werde ich gleich nochmal nachgucken. Ich habe das immer noch nicht richtig realisiert. Ich wurde versetzt nach... Mir graut davor, dieses Wort schon wieder zu schreiben. Ich habe mich heute zum ersten Mal gefragt, warum ich eigentlich unbedingt eine Waffe mit einer Kugel brauche. Okay. Mir ist spontan wirklich kein zwingender Grund eingefallen. Aber ich bin sicher, dass ich den Grund noch auf die Spur komme. So langsam, nach dem dritten Whisky, stellt sich so etwas wie Resignation ein. Wenn der Chef ich wirklich versetzen will, können sie es ohne weiteres tun. Ich habe immerhin einen Vertrag, bei denen unterschrieben. Aber die sollen nicht glauben, dass sie mich protestlos in die Hölle schicken können. Wenn schon, dann wird das für diese Schreibtischfanatiker die unangenehmste Versetzung, die sie je durchstehen mussten. Ich werde jedes Formular falsch ausfüllen, alle Budgets überziehen und mich über jede Kleinigkeit seitenweise beschweren. Die werden sich noch wünschen, dass sie mich in Schottland unter einem großen Stein verscharrt hätten. Oh, und natürlich werde ich bei allen Beschwerden und privaten Briefen den Zeitunterschied vergessen. Okay, sehr nett. Ja, was war jetzt nochmal der erste Tag? 5.9. Okay. 17.2. Das heißt, der Eintrag hier ist früher. Okay. Das heißt, erst wurde er versetzt und dann hinterher ist dann der Umzug. Karl Meyers. Kommt der Lean Meyers. Buch über Dämonen. Na gut, ich glaube, das war erstmal genug gute Nachtlektüre. Jetzt gehen wir erstmal wieder schlafen. Immerhin haben wir ja morgen, glaube ich, wieder einen Arbeitstag vor uns. Und bevor wir jetzt irgendwas Beunruhigendes über Dämonen lesen, nee. Okay, magst du dich schlafen legen? Du magst dich gar nicht schlafen legen? Immer noch zu aufgekratzt? Oder muss ich noch irgendwas machen oder herausfinden? Nee, da machst du auch nichts. Oh, ich kann das Licht anmachen.